Wie ist die Stimmung bei Ihnen? Ja, natürlich in erster Linie lässt man so die Anspannung, ja, die hört auf. Es war jetzt 6 Wochen permanenter Wahlkampf. Wir sind ja alles Ehrenamtler, keiner wird bezahlt. Das heißt, so ein Wahlkampf bedeutet dann auch, man muss ein bisschen verzichten, man hat keinen Urlaub, nichts dergleichen, arbeitet mitunter ohne Schlaf und deswegen ist jetzt schon sehr gut. Wäre natürlich schöner gewesen mit einem positiven Ergebnis, aber dafür gibt es auch Gründe. Wie sind Sie denn mit dem Wahlkampf zufrieden? Unser Wahlkampf war großartig, unsere Mitglieder waren großartig. Wir haben immer wieder auf der Straße erlebt mit unseren Infoständen, dass die Menschen sehr, sehr positiv begeistert waren. Meistens kam der Spruch, Mensch, euch gibt's noch, ist ja großartig, kann ich euch wählen? Ist natürlich dann im Umkehrschluss die Problematik, wir sind kein so riesengroßes Team, wir konnten nicht alle Berliner erreichen, deswegen waren wir wahrscheinlich für viele Berliner auch nach wie vor nicht mehr existent. Hat auch viel damit zu tun, wenn von 20 Medienberichten, Tageszeitungen, öffentlich-rechtliches Fernsehen, 19 nur bei Ex-Piraten berichten, die dann erzählen, die Partei sei tot, dann glaubt man irgendwann auch, die Partei ist tot. Ja, Ex-Piraten sprechen Sie gerade an. Sind einige zu den Linken abgewandert? Jetzt gerade zur SPD ist jetzt gerade in den letzten Tagen ganz groß gewesen. Wie stehen Sie dazu? Also das hat zwei Aspekte. Aspekt eins, wir finden es natürlich gut, wenn unsere Themen dann zu anderen Parteien kommen. Und wenn Martin Delius sagt, er sucht jetzt den Netzanschluss bei der Linken, klingt das schon mal ganz nett, aber ist natürlich nicht genügend, denn dort ist Netzpolitik immer ein Nischenthema, während bei der Piratenpartei Netzpolitik sämtliche Politikfelder neu durchdrungen hat. Wenn natürlich Menschen zu so anderen Parteien gehen, die so auf klassischen Parteistrukturen und Hierarchien beruhen, muss ich auch sagen, haben diese Menschen eigentlich vollkommen vergessen, wofür die Piratenpartei steht und zeigen eigentlich auch damit, wie wenig sie zuletzt mit dieser Idee von grundsätzlicher Beteiligung für jeden überhaupt noch zu tun haben. Denn sie sind zu Parteien gegangen, die wirklich im Politikstil 1.0 etablierte Politik machen und auch entsprechende Hierarchien haben. Ich finde es sehr schade, aber ich kann es nachvollziehen, wenn es darum geht, dass Menschen hier auch Karrieremöglichkeiten suchen. Aber für die Piraten, die in den Wahlkampf gezogen sind, ging es nicht um Karrieremöglichkeiten. Jeder von uns hat feste Jobs, tolle Jobs, als dass wir das nicht unbedingt als Karrierebrett sehen, sondern uns ist wichtig, unsere Expertise aus der Zivilgesellschaft ins Parlament zu bringen. Sie haben angesprochen, nochmal die Netzpolitik. Das ist ja eigentlich das Thema, womit die Piratenpartei auch groß geworden ist, sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und da haben Sie auch einiges erreicht. Viele Anregungen sind in der Politik gelandet. Glauben Sie, dass die Politik oder dass das Auswirkungen auf die Arbeitsweise des Abgeordnetenhauses jetzt in der kommenden Amtsperiode haben wird? Also ich denke mal, die etablierten Parteien sagen natürlich schnell, wir haben verstanden, die Piraten haben ganz tolle neue Ideen zu Transparenz, zu Bürgerbeteiligung, aber das sind dann oft auch nur Lippenbekenntnisse und das wird sehr schnell verschwinden. Man darf nicht vergessen, dass etablierte Parteien seit Jahrzehnten und vor allem das Spitzenpersonal seit Jahrzehnten in diesen Strukturen existiert hat. Und deswegen wäre es so wichtig gewesen, dass die Piraten weiter in der Opposition sind, weil sie dann immer wieder erinnern, da müsst ihr nachbessern. Bedeutet für uns, wir müssen jetzt außerparlamentarisch in Berlin sehr aktiv werden, werden wir auch weiterhin sein, keine Frage, und können uns wahrscheinlich dann auch viele Aktionen erlauben, wo man gesagt hätte, wenn wir in der Fraktion mit einer Fraktion vorhanden sind, da habt ihr das jetzt ein bisschen übertrieben. Also so gesehen ein lachendes, ein weinendes Auge. Wir können jetzt sehr viel provokanter wieder sein. Wir können auch viel klarer die Protestpartei sein, die wir auch immer waren. Protestpartei, da geben Sie gerade mir schon ein Stichwort. Sie werben ja auch mit dem großen, ja, mit dem Wahlplakat Protest auch, geht auch konstruktiv. Ärgert Sie das ein bisschen, dass Sie als Protestpartei bezeichnet wurden und jetzt eine andere Partei als Protestpartei? Ja, zumal diese andere Partei eine destruktive Protestpartei ist, die keine wirklichen Lösungen anbietet. Ich meine, protestieren ist richtig. Es gibt unglaublich viele Dinge in unserer Gesellschaft und gerade in Berlin, über die wir diskutieren können und auch protestieren können, sei es die Privatisierung, die nach wie vor in allen Bereichen stattfindet, sei es die schlechte Infrastruktur, sei es die soziale Schere, die weiter und weiter aufgeht, sei es das Prekariat, in dem Kulturschaffende in Berlin existieren, obwohl sich ein Regierender immer die Kultur an die Brust heftet. Aber der Punkt ist,
Protest nur, wenn man auch Vorschläge hat. Wir haben immer konstruktive Vorschläge eingebracht. Aber mal ganz ehrlich, eine Protestpartei, die in Berlin Militärmärsche fordert, preußische Tugenden fordert, von Frauen, die wieder ein Stückchen weit wie Gebärmaschinen bezeichnet, weil sie nicht abtreiben dürfen. So eine Partei passt nicht zu den Lebensrealitäten der Berlinerinnen und Berliner. Und da muss ich sagen, leider haben die meisten Menschen, die dann vielleicht einen Denkzettel verpassen wollen, nicht dieses Programm dieser Partei gelesen, die wirklich aus den 60ern stammen könnte. Aber hat dieses Label Protestpartei quasi Ihnen auch den Wahlkampf ein Stück schwerer gemacht, weil die Leute gesagt haben, so, ach, wir haben Sie damals gewählt, weil wir dachten, aus Protest bewegt sich was. Da sagen Sie was sehr Gutes. Natürlich ist das Problem immer ab dem Moment, wenn man mit einer Fraktion im Parlament vertreten ist, dann funktioniert das Etikett Protest nicht mehr so. Als Oppositionspartei sieht es anders aus und wir haben viel protestiert im Sinne von 2000 Anfragen, die in dieser Fraktion gestellt, was eine Menge für so eine kleine Fraktion ist. Aber Sie haben vollkommen recht, Protest muss natürlich außerparlamentarisch, aber wie ich schon sagte, konstruktiv sein und darauf werden wir auch in Zukunft setzen. Ja, in Sachen Transparenz und Bürgerbeteiligung darf sich die Piratenpartei ja so ein bisschen auch auf die Schulter klopfen. War das schwierig, die Dinge anzustoßen im Parlament? Natürlich, weil die Strukturen einfach dafür nicht vorgesehen sind. Sehen wir doch mal das Thema Transparenz, Informationsfreiheit. Die Informationsfreiheit ist ja übrigens in anderen Landesparlamenten, auch in der ganzen Welt, etabliert, ein klarer Begriff. In Berlin hat es sehr lange gedauert. Als die dann da war, stellen wir fest, es gibt nicht einmal einen Aktenplan. Ich meine, ich brauche einen Aktenplan, um einer Million von Dokumenten die Dokumente zu finden, die ich eben transparent machen möchte. Mhm. Und das sind Dinge, die wir getan haben. Ich hoffe, dass dieser Stil bleibt, was das betrifft, denn Informationsfreiheit ist etwas, was durchgesetzt ist. Aber Transparenz und Beteiligung ist noch viel, viel mehr. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo wir eigentlich sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger von Berlin mehr Beteiligung an ihrer Stadt fordern, sei es die Rekommunalisierung von Strom, Wasser, sei es Tempelhofer Feld und viele andere Dinge, habe ich große Angst, dass dieses rot-rot-grüne Bündnis, was es sicher werden wird, eben genau das nicht mehr in dem Sinne zulässt, sondern wieder viel mehr Macht ins Abgeordnetenhaus zieht, den Bezirken nicht wirklich viel mehr Autonomie gibt und das ist die große Gefahr und da hätten wir eigentlich Abhilfe geschaffen. Stichwort elektronische Bürgerämter zum Beispiel, Open Data, öffentliche WLAN-Netze. Wie bewerten Sie da die Politik der anderen Parteien und was würden Sie denn auch vielleicht mit auf den Weg geben jetzt für die kommende Amtsperiode? Katastrophal. Wir haben immer ganz klar gesagt, dass Berlin als eine Stadt mit so einem unglaublichen kreativen Potenzial und so viel aufstrebender IT ist unglaublich schlecht infrastrukturell aufgestellt. Ich nehme da als Beispiel immer die skandinavischen Länder, da ich zur Hälfte in Skandinavien lebe, in Finnland, wo seit 10 Jahren komplette digitale Infrastruktur für die Verwaltung existiert und zwar mit freier Software. Und damit tut sich der Senat unglaublich schwer, denn freie Software bedeutet, Hosen runterlassen, zu zeigen, was man wirklich hat, aber Menschen auch die Möglichkeit zu geben, mitzuprogrammieren, Dinge zu verbessern. Im Gegensatz dazu haben wir jetzt eine Software, die kaum funktioniert. Die Bürgerämter, wir müssen uns mal überlegen, wir haben so viele Menschen, quasi die in den Ämtern arbeiten, die so wenig Menschen bearbeiten. Aber es ist ja so, dass diese Überlegungen, die gibt es ja und die sind ja auch teilweise schon angestoßen, teilweise schon auf Bundesebene sogar. Hängt Berlin da einfach hinterher? Der hängt Berlin hinterher. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass in der Verantwortung einer CDU war, die mit dem Begriff Open Data und Open Government nichts, aber auch gar nichts verbindet. Und ein Herr Henkel, wie gesagt, der von Informatik, von freier Software eigentlich nichts weiß, der letzten Endes immer noch an geschlossene Infrastrukturen im Prinzip von Windows und Microsoft glaubt. Etwa seit Juni ist die Piratenpartei ja unter 5% in den Umfragewerten. Wie hat sich das auf den Wahlkampf ausgewirkt? War natürlich schwierig, zumal uns auch kaum Schützenhilfe oder zumindest ein Stückchen weit anständige Medienarbeit zur Seite gegeben wurde. Wenn wir uns anschauen, von 20 Medienberichten, egal ob öffentlich-rechtlich oder in Tageszeitungen, waren 19 nur Interviews mit Ex-Piraten. Und das Tragische daran ist, wir haben unglaublich großartige Mitglieder, die auch dieses Programm, mit dem wir jetzt in die Wahl gezogen sind, das übrigens im Wahlomat immer zu absoluten Spitzenwerten geführt hat, gerade bei Linken, Grünen, SPD-Wählern, die hatten immer mehr
bei Piraten vom Programm her. Und das ist das Tragische, dass unser Programm und die Persönlichkeiten, die auf der Liste waren, eigentlich überhaupt nicht dargestellt wurden medial. Dagegen haben wir angekämpft. Aber woran liegt es? Also liegt es daran, dass die Partei eher als Protestpartei für Internetrechte bekannt geworden ist und nicht so sehr für andere Wahlinhalte und Leute nicht genau damit beschäftigen? Also ich denke, es ist so das klassische Thema der Aufmerksamkeitsökonomie, wo wir schon mal auch drüber gestolpert sind. Wir haben transparente Strukturen, man bekommt also jeden Streit mit. Ist aber wichtig, dass wir die haben, und im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie bedeutet es auch, dass Medien sich in erster Linie auf den Streit stürzen. Was aber ein großer Fehler ist, dann in einem Wahlkampf anstelle die Parteien darzustellen, mit Ex-Mitgliedern zu sprechen, ist ein Riesenfehler. Ich rede doch auch nicht mit Jutta Ditfurth, wenn ich über die Politik der Grünen sprechen möchte. Das ist ein Unding. Jetzt waren Sie 5 Jahre im Abgeordnetenhaus. Was für eine Bilanz ziehen Sie? Die Bilanz lässt sich sehen. Wir haben 2000 Anfragen gestellt. Das ist eine Menge. Wir haben für Transparenz gesorgt. Uns wurde auch gerade von der Verwaltung hier im Abgeordnetenhaus gesagt, ihr habt irgendwie schon einen Haufen tolle Ideen angestoßen. Jeder sagt jetzt nach dem Wahlkampf, ey, ist echt schade, dass ihr raus seid. Das ist doch voll. Es ist ja auch das in der letzten Abgeordnetenhaussitzung auch gefallen, ganz oft. Ja, ja. Also, gute Sachen sind gekommen. Also von der Seite her, glaube ich, lässt sich die Bilanz sehen. Wir haben massiv dazu beigetragen, dass zum Beispiel die Privatisierung vom Wasser nicht stattgefunden hat. In Veolia, hatten wir den Wassertisch unterstützt. Leider hatten wir eben einige, auch Ex-Mitglieder, die sich in der Beziehung dann auch nicht besonders fair verhalten haben, was natürlich auch dazu geführt hat, dass dann die Piratenpartei teilweise eine etwas bipolare Darstellung hatte. Und wie geht es jetzt weiter mit der Partei? In 5 Jahren sind Sie wieder im Abgeordnetenhaus, oder? Ja, wir werden natürlich, die Themen liegen ja auf der Straße gerade in Berlin. Für uns ist außerparlamentarische Opposition jetzt ganz klar. Wir werden mit sehr knackigen Themen anfangen. Wir werden auch, denke ich, sogar schon morgen anfangen, erste Aktionen wieder zu planen. Von der Seite her kann man mit uns rechnen. Wesentlicher Punkt ist, der digitale Wandel verändert sämtliche Politikfelder. Und das hat leider in Deutschland die Politik, die Etablierte, noch nicht begriffen. Wenn wir uns anschauen, digitaler Wandel ist heutzutage in einem Ministerium, das sich um Verkehr und Straßenbau kümmert. Aber das wird ja auch garantiert ein Thema bleiben. Und das wird auch ein Thema immer größer werden, schätze ich mal. Deswegen wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft. Danke, dass Sie hier bei uns im schönen Studio waren. Und vielleicht sieht man sich in 5 Jahren dann mal wieder im Abgeordnetenhaus. Weiterhin gute Arbeit bei Alex. Dankeschön. Danke. Peace.